Hallo ihr Lieben. Und zwar habe ich heute diesen Nagellook für euch. Der ist sehr, sehr einfach und sehr leicht zu nachmachen und ich hoffe, er gefällt euch und ihr habt Spaß beim Nachmachen. Also, als erstes habe ich meine Nägel lackiert. Als erstes einen Unterlack verwendet und zwar ist es dieser hier. Es ist der hier von Rivel de Loop. Calcium-Aufbaugel. Ideal auch als Unterlack zu verwenden. Dann habe ich aus der Edition von Essence von Bohemia diesen Nagellack gewählt. Der heißt Good Old Times 02. Habe aber auch, weil es diesen nicht mehr gibt, einen so ähnlichen gefunden. Und zwar ist es dieser hier von Rivel de Loop. Die sind fast identisch. Also falls ihr den hier nicht habt, könnt ihr auch den hier nehmen. Und zwar hat er die Farbe. Moment, wo steht's drauf? Oh. Ich glaube, es steht gar nicht drauf. Da steht auf jeden Fall hier 03 drauf. Farbe steht leider nicht drauf, aber das ist so ein Hautfarbeton. 03. Und ihr könnt sehen, die sind ziemlich identisch. Der hier ist ein bisschen heller als der, aber fast gleich. So, dann habe ich halt die Farbe aufgetragen. Und jetzt zeige ich euch, wie ich die Blume mache. Die hier. Und zwar habe ich da auch ziemlich identische Farben. Das ist einmal P2, der hier. Der heißt 140 Diva. Und einmal der von Essence, der heißt Very Diva 12. Die sind fast identisch. Der hier sieht ein bisschen rötlich aus, aber der hier, wenn er aufgetragen ist, wirkt er genauso wie der hier. Ich habe aber den hier gewählt, den von P2, und zeige euch jetzt, wie ich die Blume gemacht habe. So, ich nehme den Ringfinger hier. Tippe einfach nur 5 Punkte auf den Finger, auf den Nagel. 1, 2, 3, 4 und 5. 5 Punkte auf den Nagel. Dann könnt ihr den Nagellack schon wieder zumachen. 5 Stück. Ihr könnt es sehen. Dann nehme ich ein wie heißt das? Zahnstocher. 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 Und ziehe einfach nur die Punkte in die Mitte. So. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Einfach hier so in die Mitte ziehen. Dann sieht es schon eher aus wie eine Blüte. So. Dann ist es so verbunden. Ich hoffe, ihr könnt das echt sehen, weil das sieht wirklich gut aus. Dann nehme ich noch einen anderen Zahnstocher. Gebe dort etwas Topcoat drauf. So. Auf die Spitze, nehme einen Strassstein auf, so, ups, jetzt ist es wieder abgefallen, Moment, so, ach, da hängt ein Haar dran, Mist, so.
und gebe diesen Strassstein jetzt in die Mitte von den zusammengefügten Punkten. Etwas draufdrücken. Und dann sieht es so aus. Total süß, finde ich. So könnt ihr mehrere Finger machen oder halt nur die Ringfinger, wie ich das jetzt gemacht habe. Dann gebe ich einfach nur ein bisschen Topcoat drauf. Der ist von P2. Das ist dieser hier. Und gebe das dann einfach auf die Nägel. Er soll ja auch lange halten, der Nagellack. Schön glänzen. Strassstein soll ja nicht abgehen. So. Aber es muss natürlich angetrocknet sein, sonst verwischt ihr die Blume wieder. So. Ich hoffe, dieser Look gefällt euch. Ihr habt Spaß, den nachzumachen. Wie gesagt, ihr habt gesehen, wie einfach dieser Look ist. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Also ihr seht mich in meinem nächsten Video. Dann bis später. Tschüss.